Moin, sind Leute, und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Und ja, wir sehen schon, Zelda ist versteinert. Vati hat das alles hier in Gang gesetzt. Plus, er hat irgendwelche Monster befreit, auf die er gar nicht scharf war. Ah, Sif, du bist wieder wach. Geht es dir wirklich besser? Naja, relativ. Nur meine beste Freundin wurde gerade in Stein verwandelt und alles ist irgendwie ein bisschen übel, ne? Der König hat etwas zu sagen. Hör gut zu. Ihr wisst alle, was geschehen ist. Ein gewisser Vati hat Zelda durch den Fluch des Hexenmeisters versteinert. Woher ich weiß, dass es der Fluch des Hexenmeisters ist, wird mir natürlich jetzt nicht preisgegeben. Das wird ein Geheimnis bleiben. Mit dem heiligen Schwert, dem Schwert der Minish, können wir den Fluch brechen. Doch er hat das Schwert zerstört. Also kann es wiederum nur Alberich heile machen. Aber ich werde nicht aufgeben. Was wisst ihr über die Minish? Minish? Dieses Zwergenvolk aus der Legende? Das Minish-Volk? So ist es. Dieses meine ich, jenes nicht. Doch Minish existieren nicht nur in der Legende, es gibt sie wirklich. Es ist ein Geheimnis, das unsere Familie seit vielen Generationen hütet. Die Minish leben in Die wohnen im Tirol bei DJ Ötzi. Sie erschufen das Schwert der Minish und nur sie können das zerbrochene Schwert wieder zusammenfügen. Was? Senden wir gleich Soldaten aus? Nein, keine Soldaten. Das heißt, Erwachsene können die Minish nicht sehen. Egal, wie sehr sie es auch versuchen. Na toll, jetzt kriege ich natürlich wieder die Scheiße auf. Aha, wenn das so ist. Sif, du könntest doch gehen. Ja, alles klar, nur weil ich so jung aussehe. Oh, Sif, wenn du bereit bist, möchte auch ich dich darum bitten. Bitte befreie Zelda vom Fluch des Hexenmeisters. Die Minish wissen, wie man das heilige Schwert wiederherstellt. Doch ich möchte nicht, dass dir auch noch etwas Schlimmes zustößt. Deshalb gebe ich dir das zerbrochene Schwert. Und dies, genau ein zerbrochenes Schwert, mit dem ich mich wehren kann. Oder was, kriege ich das noch ein heiles? Yay, zerbrochenes Schwert aus dem Minish. Ja, das ist egal. Yay, Schwert des Alberich erhalten. Das Wunderwerk deines Großvaters. Gut, Soldaten, beschützt die Stadt vor den Monstern. Der Rest sucht Vati. Tief im Tyluria-Wald ist er Waldschrein. Er wurde früher von Menschen und Minish genutzt. Gehe also zuerst zum Waldschrein. Ja, kein Problem. Mach mal. Nimm diese Karte mit. Falls du dich auf dem Weg zum Wald verläufst, drücke erst Start. Und dann L oder R, die ich nicht besitze, um die Karte aufzurufen. Der Wald ist auf der Karte eingezeichnet. Pass gut auf dich auf, alles klar. Ich glaube, man hört es noch, dass ich ein bisschen kränkel, ne? Es tut mir leid, das wird noch ein bisschen nur dauern. Alles klar, ich gehe dahin. Also, Sif, bricht den Fluch des Hexenmeisters und rette Zelda. Machen wir! Wir haben jetzt ein cooles Schwert. Häcksel dich tot! Nein. Also, wenn wir schon im Schloss sind, möchte ich natürlich noch gucken, ob wir irgendwo reinkommen. Einfach nur so von wegen Geld, Rubine. Ich meine, wir wissen alle im Schloss. Da sind die dicksten Schätze. Naja, oder auch nicht. Wow. Da hat der Level-Designer aber ganz schön gespart. Nein. Ist okay. Finde ich hier... Oh, hier finde ich noch Wege. Wege, die mehr Türen eröffnen? Ach, kommt schon, Leute. Ich brauche ein bisschen Stadtkapital. Reisen ist teuer. Oh, Level-Designer, dafür hasse ich dich. Ja gut, dann bekommen wir halt keinen Pinke-Pinke. Ist auch nicht so schlimm. Ich habe dafür ein cooles Schwert. Innenhof von Schloss Hyrule. Alles klar, Leute. Geht mir aus dem Weg. Oh, Blumenbeet. Nice. Voll flowerig. Toll schick. Such flower. Nördliche Ebene von Hyrule. Wow, mein erster Gegner. Und ich habe einen scheiß grünen. Ich muss mich merken. Böse. Bam, bam, badabam. Bam, 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 badabam. Da komme ich nicht lang. Och, nee. Böse Krähe. Da komme ich auch nicht lang. Egal, erstmal schnetzeln. Am Ende muss ich hier ein bisschen mit der Handhabung klarkommen, mit der Steuerung. Das sind meine Tasten Y, X und S. Ja, aber auf PC spielt es immer ein bisschen anders, als wenn man es direkt an der Konsole macht. Oh nein, böse. Die gehen nämlich auf mich drauf. Also die sind richtige Kletten. Böse! Okay, ich habe mich verlaufen. Scheiße. Du hast ein Herz gefunden. Du hast eine Knieschnaben, das stimmt. Okay, da komme ich nicht lang. Meine Herzensbuben. Die Wildecker Herzbuben, die lassen wir dann mal machen. Wir müssen in den Tiroler Wald. Ich glaube, das wird wahrscheinlich hier lang gehen, oder?
Lon Lon Farm. Nice. Oh mein Gott. Böse, böse, böse. Pinguine, oder? Ich weiß gar nicht, was es waren. Und ich krieg nur ein Problem. Seeler Wasserfall. Oh, Tyluria Wald. Ich sag mal Tyrol, ne? Scheißegal. Wir sind bayerisch, Mann. Das wäre Zelda in bayerisch, wäre richtig. Für mich persönlich schlimm. Albtraum. Ich mag den Akzent nicht so. Aber nichts gegen Bayern. Ich mag es einfach nicht so. Dafür dürft ihr gerne NRW hassen, aber nicht. Ist in Ordnung. Die Lon-Lon-Farm. Und was sind das für komische Viecher, Mann? Die nerven. Ich will eine Ocarina und dann kann ich mir ein bisschen Milch abzapfen. Das wäre jetzt gut. Und da fliegen schon die Steine. Ich glaube, es hackt. Du böses, böses Mystery. Super evil. Ah, Mann. Ja, ich bemühe und sie. Wir werden schon östlicher Hügel direkt in die richtige Richtung gelenkt. Fragezeichen. Oh, hier ist eine Hütte. Warum bin ich nicht in die Lon-Lon-Farm reingegangen? Töpfe! Tragen. Wow. Das ist mal ein Wurf. Ich habe keine Ahnung, wer hier wohnt. Vielleicht die Handwerker, die Zimmermänner. Oh, ein Rubin gibt's dann doch. Fremde Betten durchwälzen. Okay, ist heute nicht drin. Schade. Da können wir anscheinend auch noch nicht rein. Da kann ich auch nicht durch. Meine Fresse, wie komme ich zum Wald? Leute, ich will doch nur in den fucking Wald. Ich habe da eine Mission zu erledigen. Boah, ich schwöre, ey. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ich verrecke irgendwo und hab nicht einen scheiß Fuß in den Kackwald gesetzt, weißt du? Ja, Hyrule's Hoffnung schwindet. Ich befürchte, ich bin wahrscheinlich einen mega krassen Umweg gegangen, oder? Ei, nein, ich bin richtig. Aber ich glaube trotzdem Umweg, oder? Tyluria-Wald. Ah, ich finde Tirol schöner. Ah, nee, Tirol ist gar nicht in Bayern. Was laber ich für eine Scheiße? Das ist die Schweiz. Oh Gott, bin ich. Oder? Es ist da unten die Ecke. Doch, nee, ich meine, das ist. Tirol ist da Schweiz, Alpen. Boah, ich bin so blöd, ey. Oh, das ist Österreich. Oh Gott. Okay, ich bin schlecht in Geografie. Alles, was da unten ist, interessiert mich leider nicht so. Wobei sowohl Österreich als auch Schweiz sehr schöne Ecken haben. Tirol ist die Alpengegend. Das ist definitiv nicht Bayern. Ach, ich. Nimm's mir bitte nicht krumm. In Erdkunde war ich mal gut, aber wie das ist, wenn man aus der Schule raus ist und man die ganze Zeit in seinem Zimmer hockt, man sieht nichts von der Welt, man vergisst, dass irgendwas anderes existiert. Oh nein, ich bin jetzt offen! Und hier ist Nebel. Und, alles klar, hier komme ich schon mal nicht weiter. Wobble die Wob, geh weg, du bist böse. So ein Wobbler. Und, oh nein, hier sind viele Wobbler und hier ist auch viel Nebel. Das heißt, ich laufe da wahrscheinlich rein. Böse! Gib mir nochmal ein Herz. Oh, Alter, wo muss ich lang? Kann ich hier lang? Ja, hier kann ich lang. Gut, dass der König mir ein Schwert weggegeben hat. Ich glaube, ich wäre hoffnungslos. Entweder mit Schleim bedeckt worden. Hilfe! The fuck? Ah, hört ihr auf? Hört doch auf! Ah, Hilfe! Ist denn da niemand? Ethelot! Jetzt mal das Herzteil. Herzteil. Ja, vier geben einen Herzcontainer bei. Einem Herz. Genau, ein Herz. Alles klar. Erdkunde, Geografie, sitzen sechs, sprechen Deutsch, läuft heute auch nicht. Ah, was kann ich überhaupt? Ja, wie wir schon festgestellt haben, ein Herzcontainer gleich ein neues Herz, vier Herzteile gleich ein Herzcontainer. Der war vorher nicht da. Und die auch nicht. Hey, du, kleiner Mensch, ja du! Ah! Hey, du da, guck mich einfach nur zu! Ah! Jetzt steh doch nicht so untätig herum und hilf mir doch! Ah, von mir aus. Oh mein Gott, Epic Boss Battle Melodie für die kleinen Scheißwächer. Oh, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Naja, ich wäre auch alleine mit ihnen fertig geworden. Apropos, was macht ein Kind wie du ganz alleine hier im dunklen Wald? Ach so, ich verstehe, du hast gar nicht gesprochen, aber ich tu mal so. Menisch? Barty? Oh Gott, meine Stimme. Fluch? Heiliges Schwert? So ist das also. Ja, gewiss, ich hab dich verstanden. Es ist nicht so, dass ich selbst auf Reisen bin, um meinen Weg zu finden, wie man den Fluch des Hexenmeisters brechen kann. Man braucht also das Heilige Schwert. Gut, dann werde ich mich dir anschließen. Ansonsten würde ich voll auf dich scheißen. Mein Name ist Etzelore. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Und jetzt ab auf den Kopf.
was guckst du so? Sehe ich irgendwie komisch aus? Du bist ein sprechender Hut. Ja, warte, warte doch mal. Renn doch nicht zu meinem Kind. Kannst du nicht langsamer gehen? Nein. Sieh mal, Kindchen, wie soll ein kleiner Wicht wie ich hier mit dir Schritt halten? YOLO. Na, so wirklich? Was für eine absolute Unmöglichkeit du doch bist. Au. Ja, viel besser. Wenn ich hier oben bin, kannst du mir nicht mehr davon laufen. Ja, sehr hübsche Aussicht hier. Und außerdem äußerst bequem für mich. Hm, was krummelst du da? Los, auf geht's. Zacki, zacki. Ach, ich eh es vergesse. Für kleine Kinder wie dich gibt es allerlei Dinge, die sie nicht verstehen. Drück in solchen Momenten einfach Select, ich helfe dir dann. Ach, herrje, das wird anstrengend. Ja, von weil ich weiß, wo die Select-Taste ist. Und jetzt bekommen wir bestimmt tutorialmäßig beigebracht, dass man das Ziel draufstellen kann. Kindchen, ich verrate dir etwas. Die Welt der Minish ist sehr klein. Du kannst die Minish nicht treffen, solange du groß bist. Für ein Kind. Schau mal dort. Siehst aus wie ein normaler Baumstumpf, nicht wahr? Ja, ja, aber dieser Baumstumpf ist ein geheimes Portal, das die Menschen vor langer Zeit erschaffen haben, um ihre Körpergröße ändern zu können. Oh mein Gott, ich wünsche, das könnte ich zum Teil heute noch machen. Wenn ich dabei bin, kannst du dort so klein werden wie ein Mensch. Wenn du auf den Baumstumpf eher drückst, wirst du klein. Um wieder groß zu werden, drückst du erneut eher. Also los, ab geht die Post. Alles klar, eher wir rollen. Also mach uns kleiner. Und er trampelt auf meinem Schädel rum. Boah, das ist wieder Zeit für ein bisschen Niesen. Mega Stimme abfuckt, sag ich dir. Boah, guck dir mal an, was ich denn für ein kleiner Partikel bin. Siehst du die Welt mit den Augen eines Minish? Ich bin ein kleiner Pixel. Nun war das nicht nett von mir. Du brauchst dich nicht zu bedanken. Solche Portale gibt es hier und da in verschiedenen Gestalten. Um wieder groß zu werden, stell dich in den Baumstumpf und drücke her. Du musst aufpassen, denn wenn du klein bist, lauern viele Gefahren. Wenn du groß bist, ist eine kleine Pfütze, wenn du klein bist, ein Meer. Ja, wenn dir etwas passiert, geht es mir auch an den Kragen, also aufgepasst. Alles klar, ich bin ein kleiner süßer Pixel. Und wir können jetzt hier durch. Pixelig! Kleeblatt, Kleeblatt! Wow! Und da ist schon das erste Mindeststoff. Oh, wie schön! Kleeblatt! Guck mal, wie klein ich bin! Eine Eishow! Und ich bin winzig. Ich kann sie nicht mal wegschieben. Aber cool. Ich finde das so schön designt. Also so die Blätter und die Eicheln. Das gefällt mir. Den Sprite von Link finde ich nicht so cool, die aufmachen. Ist halt so ein bisschen an Wundwerk angelehnt. Ah, da auf dem Feld Minish. Wie schön das hier ist. Na, hier ist wohl das Dorf der Wald Minish. Oh, guck mal, wie süß. Ah, die sprechen auch niedlich. Schnemni, ich habe auch gerade Rotz aus meiner Nase rausbefördert. Schnemni, Sitzios. Was für ein Bad? Ne, Hässerin erinnern, was, wie? Na, sie haben offenbar schon lange keine Menschen mehr gesehen. Was? Du konntest sie nicht verstehen? Ach, das war nur die Sprache der Minish. Kein Wunder, dass du nichts verstehst. Ja, ich habe auch kaum etwas verstanden, weil sie einen eigenartigen Dialekt haben. Ah, na, irgendwer wird uns hier schon verstehen. Suchen wir und finden wir diese Person. Der wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich überall, wo so ein Minish vom Haus steht, kann ich davon ausgehen, dass ich da nicht reinkomme. So rein hypothetisch. Oh Gott! Aber ich finde die voll putzig, die Minish. Die sind klein und niedlich. Und die haben so einen lustigen Schweif. Ich mag die. Also die Waldminish finde ich echt süß. Ich weiß gar nicht, wie die anderen aussehen. Und wir sind richtig? Boah, was ist das denn du für eine schnieke Ausstattung? Nanu, du siehst ungewöhnlich aus. Bist du etwa ein Mensch? Es ist lange her, dass ein Mensch hier war. Ich verstehe eure Sprache. Mein Name ist Fester, der Priester, und ich wache über den Schrein hinter mir. Du scheinst Probleme zu haben, da du unsere Sprache nicht sprichst. Oder versprichst du, was ich... Südlich von hier ist ein Fasshaus. Dort gibt es eine Quatschbirne. Wenn du die Quatschbirne isst, kannst du unsere Sprache sprechen. Alles klar, danke. Ein Fasshaus. Ein Haus aus einem Fass. Was hat er gesagt? Südlich? Oh, Scheiße. Und jetzt geht's wieder los mit Orientierung, Toastbrot und nicht genau gelesen. Ich habe südlich im Kopf. Nee, hier komme ich doch irgendwie her. Okay, kleiner Erkundungstour, dann sehen wir auch mal, glaube ich, einmal alles. Und meine Nase. Ah! Das ist ja. Okay, wo ist die Quatschbirne? Okay, das wird wohl die Quatschbirne sein. Die sieht aber. Na, ah, Kindchen. Das ist die Quatschbirne, von der Fester erzählte. Die ist lebendig, die bewegt sich. Na, dann lass uns gleich mal davon probieren.
ist die Quatschbirne. Oh Gott, hab ich wieder Schnappen. Yeah, dann kann ich mit dem Minisch reden. Vorher muss ich aber erstmal mich vergnügen. Mit der Kiste. Habe ich die jetzt hier irgendwo oder habe ich das jetzt automatisch? Ich habe sie wahrscheinlich gegessen. Gut, dann speichern. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß in Way.